Hallo Leute, 47, grüße euch. So, wie ihr sehen könnt, mal wieder ein neues B350 Board, AM4. Der eine oder andere wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich Probleme hatte mit dem AS-ROG. Und ich habe es zurückgeschickt, habe mich dann für dieses entschieden hier. Das ist jetzt ein MSI, ein B350M Mortar Arctic. Ich wollte einfach mal gucken, was das heißt, dieses Mord. Ich nehme mal, das ist die Rakete, da schätze ich mal, ich weiß es nicht. Packen wir das gute Stück mal aus. Gucken, was wir für Zubehör haben. Können wir schön als Unterlage nehmen hier. Eine Treiber-CD. Kickstart-Guide. Registrierungsprodukt. Zettelchen. Ah, ihr könnt auch gleich wieder sehen, wie ihr anschließen könnt. Ja, und dann ein bisschen eine richtig gute Beschreibung. Leider nur wieder zweimal nur SATA-Kabel. Haben wir hier etwas hübschere Backplate. IO-Shield meine ich. Ist noch früh. Richtig hier. Egal. Nochmal zu. So, tun wir auf Seite, dann packen wir das schöne Teil mal aus. Das ist eigentlich, ich hoffe, dass es jetzt funktionieren wird. Ich hatte nämlich mit dem AS-ROG tierische Probleme, sprich mit dem RAM. Ich habe zwei verschiedene hier, die ich testen konnte, aber die teilweise nach 2-3 Stunden ging es dann aus und da ging gar nichts mehr. Konnte ich nur noch Reset drücken. Oh, das ist ein geiles Teil. Ja. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe es dann zurückgeschickt, habe verschiedene BIOS-Versionen ausprobiert. Wie gesagt, ich habe jetzt den Corsair und einen HyperX RAM hier. Einmal 2,4er und 2,8er. Ja, und hat alles nichts funktioniert. Und habe ich mich entschlossen, das ganze System wieder zu deinstallieren und dann halt ein neues Board zu besorgen. Weil ursprünglich wollte ich eigentlich eh dieses haben, weil das ja gut 20 Euro teurer ist. Aber dann sieht man, so kann man sich vertun, ne? Aber gut, das habe ich ja hier und gut ist. So, ihr könnt 64 GB verbauen. Klar, von 1866 bis 3200 wird unterstützt von der Geschwindigkeit her. Also pro Modul werden das 8 GB. Ich werde hier jetzt auch die Corsair, die glücklicherweise in meinem Fall, meine, die ich habe, auch in der QVL sind. So, dann haben wir hier einmal PCI Express 3.0 16-fach, zweimal einfach und einmal 2.0 16-fach. Und ich denke mal, hier werde ich wohl auch meine Soundkarte reinstecken. Gut, da kann ich die Grafikkarte mal nicht mehr ganz so gut sehen, aber was soll's, ist halt so. So, dann habt ihr hier 8 CPU-Sach. Hier habt ihr dann 24-polige SATA 3, 6 Gigabit, zweimal hoch und zweimal hier so schräg. Dann habt ihr hier nochmal USB 3.0, 3.1 war das, glaube ich. Moment, ich gucke. Was haben wir denn aufgeschrieben? Irgendwas war ich aufgeschrieben. 3.1 war es. 3.1 Generation 1. Davon habt ihr jetzt hier einen hier und einen hier. Zweimal USB 2.0, dreimal Chassis-Fan, einmal CPU-Fan, einmal 4-Pin, CPU, hier oben ist ein Chassis-Fan, hier ist das Panel, hier ist ein Chassis-Fan und hier ist ein Chassis-Fan. Wie gesagt, das sind 3x4, also 4x4-Pin, CPU und für die Lüfter. Also von der Ausstattung her ist das natürlich wesentlich besser als das AS-ROG. Gut, das kostet jetzt um die 80 Euro. Dieses Board hier. Der Sound ist der Realtek 892, war es glaube ich. Genau. LAN ist der Realtek 8, 3x1H. So, jetzt habt ihr hier 2.0 DVI-D HDMI DisplayPort, war das glaube ich. Dann haben wir hier, ich habe mal eine Zeichnung gemacht hier.
Also IS-3.1, Generation 1. IS-3.1, Generation 1, Typ C. Der LAN, wie ich gesagt hatte, der 8111H, Patriotic. Und dann haben wir hier noch 3.1 USB, Generation 1. Und wie gesagt, 7.1. Und dann habt ihr hier noch den Toslink. Da braucht ihr nur ein Kabel anzuschließen, wenn dann ein Gerät haben solltet, das unterstützt. Schick, 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 das Ding. Das wird natürlich, vielleicht können wir auch sehen, ich habe jetzt hier gerade auch mein Case stehen, also ein bisschen nackig das Ganze. Aber wie gesagt, da werde ich auch noch ein separates Einbauvideo für machen, weil das möchte ich euch nicht vorenthalten. Klar, ihr habt jetzt hier auch noch einen M2-Ansteckplatz, könnt ihr auch noch verbauen hier, einen M2. Ja, und ich denke mal, dann hier unten war, hier ist der LED-Anschluss, den werde ich auch nutzen. Die habe ich mir schon gekauft. Könnte ich euch mal kurz zeigen. Das sind die. Die hatte ich vorher. Da werde ich aber auch noch ein separates Video zu machen, wie das so aussieht. Die sind recht günstig, so um 14, 15 Euro kosten die. Die habe ich zurzeit auch schon im Einsatz. Da können aber jetzt bei MSI wohl nur 6 Farben angesteuert werden. Aber reicht eigentlich. Weiß, Rot, Pink, Blau und ich weiß gar nicht, Orange. Aber das reicht mir erstmal. Ja, ich denke, achso, und das hab ich auch. Ich bin ein bisschen durcheinander. Ich muss gleich noch zur Arbeit. Ja. Ich denke mal, ich habe alles soweit erwähnt. Wollte euch mal kurz vorstellen. Und ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Dann bin ich mal wieder raus. Euer 47er. Ciao, ciao.